Geht schon los? Ja, jeder kennt ja den Wackeldackel, ist ja allseits beliebt bekannt. Mach ihn doch gerade nochmal nach, vielleicht. Wen denn? Der Wackeldackel. Und dann gibt es natürlich noch ganz neu jetzt von einer Spieleherstellfirma. Goliath. Den Kackeldackel, was für mich natürlich ein großes Highlight ist in diesem Spieleherbst. Wir haben hier also unseren Kackeldackel, so sieht er aus, ganz lieber eigentlich. Und wie das bei jedem guten Plastikhund ist, will der natürlich ordentlich gefüttert werden. Dafür gibt es hier diese wunderschöne Pastete, Pampe, keine Ahnung. So, das geben wir dem jetzt mal zu essen. Und das Besondere sind ja dann jetzt will er dann noch einen Knochen, damit, so. Und jetzt haben wir den hier an der Leine und gehen mit dem Gassi. Und mit dieser Leine kann ich dem Hund, die Nahrung durch den Magen durchdrücken sozusagen. Und das gibt wunderbare und sehr realistische Geräusche, wie ich finde. Ich komme ja aus dem Dorf, ich kenne das. Und das klingt folgendermaßen. Mir entweicht Luft vorne, ich muss es nochmal nachregeln. Nee, warte, ich kacke das jetzt mal eben schnell raus. So, eine Sekunde. Ich mache das nochmal. Wenn da Luft vorne rausgeht, ach guck hier, siehst du, da hängt noch ein bisschen. Warum lachst du denn? Ne? Das ist ein ganz natürlicher Vorgang. Ja, ja, du lachst. Andere haben es erlebt. So. Achtung, los geht's. Lass das nicht. Ja, der ist gut, der ist besser. Oh. Oh. Das sind alles nur so kleine Vorpropheten. Der richtige große. Also die eigentliche Aktion kommt ja erst. Der war ein bisschen mit Brühe, würde ich sagen, so vom Klang her. Oh, der hat wehgetan. Oh, Alter, was kommt denn da hier raus? Ja, bald ist es soweit. Ich glaube, es ist eine schwere Geburt. Oh, das sind die jetzt so ein bisschen kneifen. Gut, das klingt jetzt wie wenn er sich vorne rum übergibt. So sieht das aus, liebe Freunde. Ein wahrhaft königliches Gerät für den amüsanten Nachmittag im Büro. Vielen Dank.